Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Starfield. So, machen wir mal da weiter, wo wir aufgehört haben. Wir haben in der letzten Folge endlich mal so ein bisschen hochgekriegt. Danke, dass wir die ganzen Questen hier in Neon immer noch haben. Dementsprechend gehe ich den nächsten Questen in Neon nach. Und ich habe den nächsten Verdacht, dass wir hier auch nochmal Verhandlungsgeschick skillen können. Denn wir sind ja jetzt soweit einen Rang höher. Wir haben sogar ein Ü oben drüber. Das heißt, uns fehlen noch 4. Das heißt, ja, wir kommen voran. Wir kommen voran. Ansonsten sind es ja eigentlich nur noch Waffenkills oder ähnliches. Wir müssen sogar noch Kopfgelder machen. Und Blo, wie gesagt, ist Pipikram im Gegensatz zu Verhandlungsgeschick, finde ich. Ist Pipikram. Und, naja, Robotik, das wird so nebenbei. Und noch ein paar Raumschiffkämpfe. Na gut, ich wollte es eigentlich haben, dass wir die denn mit der Hauptquest machen. Aber, naja, ich muss mal auflösen. Ich habe die Vegilance selbst zerstört. Psst, verratet das bitte nicht allen. Und, naja, ist halt passiert. Gut, aber... Hallo. Ich will ja nicht unhöflich sein, aber könntest du später wiederkommen? Wir haben geschlossen. Ich habe nur vergessen, die Läden runterzuziehen. Ich hoffe, es ist nichts Schlimmes passiert. Tut mir leid, aber ich möchte wirklich nicht darüber reden. Vielleicht ein andermal, wenn ich mich besser fühle. Du solltest dich von so etwas nicht auffressen lassen. Lass mich helfen. Naja, es schadet wohl nicht. Um irgendwas zu ändern, müsste man die Zeit zurückdrehen können. Ich habe letzte Woche meinen geliebten Mann Thomas verloren. Er hatte angeblich einen Herzinfarkt und fiel von der oberen Plattform. So die offizielle Aussage von Neon Security. Aber ich bin mir nicht sicher, ob sie die Wahrheit sagen. Du glaubst, da steckt mehr dahinter. Verdammt richtig. Wie dieser Security Officer mir ins Gesicht sagen konnte, dass Thomas an einem Herzinfarkt gestorben ist. Das war gelogen. Tut mir leid, das ist mein Problem. Du willst hier nur was kaufen und ich fasle über Verschwörungstheorien. Verzeih mir bitte. Könnte ich mir ansehen, was du im Angebot hast? Klar, das dürfte kein Problem sein. Ja, weil ich hätte gerne kurz nochmal was zu trinken. Na komm, die ganzen Pops kann ich mir mal mitkaufen. Dann brauche ich was anderes zu saufen. Guck mal, du hast sogar noch Ramen. Häppchen. Gut. Ein paar Ramen gehen immer. Das war gut hydriert. Nee, das war der andere. Terror Brew. Ach komm, ich nehme mir jetzt einfach mal ein Sprudelwasser mit. So. Ich möchte dir helfen, herauszufinden, was mit deinem Mann passiert ist. Meine Güte, du bist die erste Person in dieser furchtbaren Stadt, die mir helfen will. Danke. Du verdienst es, die Wahrheit zu erfahren. Und das ist alles, was ich will. Am besten kannst du wohl beim Zeugen von Neon Security anfangen, Tevin Anestis. Dieses aufgeblasene Arschloch im Emporium in Neon. Aber sei bitte vorsichtig. Ich will nicht, dass 2 Morde mein Gewissen belasten. Gut. Vorsicht, Neon ist ein gefährlicher Ort. Ja, ist er. So, dann wollen wir einmal kurz essen und trinken. Ja, Quatsch, also sonstiges Hilfe. Nee. Wo haben wir denn hier? So, Sprudelwasser. Einmal kurz reingepfiffen. Und dann passt das auch wieder. Sind wir auch wieder gut hydriert? Ich war jetzt einfach nur zu faul, ins Schiff zu laufen. Bin ich ehrlich. Mir selbst was zu kochen. Ich hab mir jetzt Fast Food gegönnt in Form von Sprudelwasser. So, aber sips, jetzt wollen wir noch mal kurz mit ihm reden. Ich mach lieber das, als bei den Gangs reingeschoben. Ja, wir wollen einfach an dir vorbeirennen, Madame Savage. So, Hi, Inesse, und
Hier. Das Emporium. Also, was soll ich dann hier? Du wolltest doch was. Unsere Artikel sind von garantiert höchster Qualität. Meinst du? Ah, hast du dich etwa verlaufen? Du siehst anders aus als unsere gewöhnliche Kundschaft. Es gibt teuer und es gibt das Emporium. Der Laden ist deine. Wichtig ist nur, dass ich Credits habe, die ich ausgeben möchte. Oh, Entschuldigung. Verzeih mir bitte meine Respektlosigkeit, aber es gibt hier jede Menge, nun ja, Ganoven, die in meinem Etablissement für Ärger sorgen. Ein bestimmtes Sioka-Mitglied, das sich Headlock nennt, drangsaliert mich andauernd, indem es meine Waren beschädigt. Schalte ihn aus. Ihn töten? Selbst wenn ich das wollte, wüsste ich nicht wie. In so etwas war ich noch nie besonders gut. Aber ich habe schon zu viel von deiner kostbaren Zeit vergeudet. Kann ich dir sonst noch irgendwie helfen? Ja, ich kümmere mich um diesen Headlock. Du kannst dir nicht vorstellen, was das für eine Erleichterung ist. Danke, dass du das erledigst. Headlock ist enorm gefährlich. Ich glaube, du könntest ihn irgendwo in Epside in der Nähe von Frankies Grab and Go finden. Er ist sicher nicht allein. Wohl kaum. Sioka ist in kleinen Gruppen unterwegs. Gut für sie, schlecht für uns. Mehr weiß ich aber nicht. Komm wieder, wenn du dich um die Sache gekümmert hast. Viel Glück. So, das wäre die zweite Mission. Ich will mit dir über den Tod von Thomas Lucion sprechen. Ich sage dir kein Wort und ich habe das schon bei der Security gemeldet. Du vergeudest meine Zeit. Verschwinde, du bist schlecht fürs Geschäft. Komm schon, mir kannst du es erzählen. Ich kann dir nichts sagen, kapier das doch endlich. Wir haben zweimal Verhandlungsgeschick. Oh, ho, ho. Okay, egal welches ich nehme, ich werde natürlich hier, ne? Hey, keine Sorge, ich kümmere mich um meine Freunde. Du weißt, was ich meine. Ich glaube, wir finden eine Lösung. Oh mein Gott, Schluss! Ich sage dir, was ich weiß, wenn du dann endlich abhaust. Ich habe es gesehen. Thomas wurde ermordet und ins Meer geworfen. Dummerweise habe ich der Security den Vorfall gemeldet. Zum Dank hielt man mir eine Pistole an den Kopf, um meine Verschwiegenheit zu garantieren. Ich brauche mehr Informationen. Sag mir, wer es getan hat. Es war sehr laut, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Thomas seinen Mörder ein paar Mal Russell oder Rusty genannt hat. Ich glaube, der Mörder war auf Credits aus und Thomas hat sich geweigert, ihm welche zu geben. Und dann ist Thomas schwimmen gegangen. Sag mir, wo Rusty ist. Wo soll so einer schon sein? Bei den Sleep Crates in der Nähe von Madame Savage. Jedenfalls darf mein Name nicht fallen, wenn du ihn zur Rede stellst. Ich will Thomas salziges Schicksal nicht teilen. Und jetzt, lass mich bitte in Frieden. Es sei denn, du willst hier ein kleines Vermögen ausgeben. Ich finde das manchmal so lustig, dass das so in den Spielen manchmal so... Mal hat man so extrem leise, man dreht's hoch und plötzlich werden sie so extremst laut und man dreht schnell wieder runter. Eieieiei. Es ist aber hier so bei einigen, auch gerade bei Delgado ist es sehr häufig der Fall. Es flüstert eher so, dass man das gar nicht mehr hört. Und dann schreit er einen an! Das ist so, weiß ich nicht. Ich hätte gerne einheitlich so ein bisschen vom Tonspur, bitte. Danke. So, aber jetzt. Wir sind schon mal ein weiter im Verhandlungsgeschick. Hey, hast du ein paar Credits für mich? Damit würdest du mir wirklich helfen. Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Wie? Wovon redest du? Oh, scheiße, er meinte doch, er hätte sich drum gekümmert, dass keiner was spitz kriegt. Bitte hör mir zu, das war alles keine Absicht. Es war ein Unfall. Erzähl mir ganz genau, was du getan hast. Ich hab mich mit Thomas gestritten, hab ihn nach Credits gefragt, aber der Drecksack wollte mir keine geben. Es ist...
entglitten. Er ist von der oberen Plattform gestürzt, aber es war ein Unfall, wirklich. Dann habe ich meinem Kumpel bei der Security davon erzählt. Er hat sich um alles Weitere gekümmert. Dein Tun hat Konsequenzen. Das weiß ich doch. Ich wollte nie, dass es so endet. Er hatte nicht mal Creds dabei, verdammte Scheiße nochmal. Ich hab's verkackt, ich weiß. Aber was geschehen ist, ist geschehen. Lass mich gehen, dann werde ich für immer verschwinden. Niemand wird mich je wiedersehen. Niemand muss wissen, dass ich lebe. Komm schon, lass mich gehen. Ich werde dich nicht töten, aber du verschwindest lieber für immer von der Bildfläche. Ach du meine Güte. Keine Angst, niemand wird mich je wiedersehen. Ich schwör's. Gut. Haben wir das schon mal soweit fertig? Ich war ein Allerweltsbier. Ist mir aber egal. Die Crimson Fleet ist im Moment. Ist ja der Wahnsinn, wir kommen mal wirklich voran hier. Wir haben den Skill schon auf 2 ausgebaut. Es fehlen noch 3. 3-mal verhandeln. Dann sind wir auf dem nächsten Rang und dann ist es das letzte Mal. Boah. Das heißt, man kann es doch in einem Durchgang schaffen. Dank. Oh ja. Hallo. Ich weiß, was mit deinem Mann passiert ist. Bitte sag mir alles, was du weißt. Ich will alles hören. Dein Mann wurde ermordet. Ein Security Officer hat die Sache vertuscht, um den Mörder zu schützen. Ich wusste es. Ich wusste, dass sie gelogen haben. Die ganze Geschichte ergab keinen Sinn. Die Neon Security. Wie können die nachts schlafen? Als wäre das Leben meines Mannes wertlos gewesen. Hast du den Mörder meines Mannes gefunden? Was ist mit ihm passiert? Ich habe mich um ihn gekümmert. Naja, die Details sind nicht so wichtig. Hauptsache, er hat für seine Tat bezahlt. Und wegen der Security, hast du herausgefunden, wer die Sache verwischt hat? Er hat mir keinen Namen genannt. Tut mir leid, mehr kann ich nicht für dich tun. Ist vielleicht am besten so. Die Security ist gefährlich. Immerhin kenne ich jetzt die Wahrheit. Das genügt. Irgendwie bin ich jetzt erleichtert? Nein, das trifft es nicht. Ich bin bloß froh, die Wahrheit zu kennen, auch wenn sie meinen Mann nicht zurückbringt. Ohne dich hätte ich die Wahrheit nie erfahren. Hier sind einige Credits für dich. Das ist nicht nötig. Ich bin nur froh, dass ich helfen konnte. Oh, du bist zu gütig. So oder so bin ich dir unglaublich dankbar für deine Hilfe. Außer dir war in dieser Stadt nie jemand gütig zu mir. Da ich jetzt die Wahrheit kenne, kann ich nach vorne blicken. Thomas und ich danken dir für all deine Hilfe. Da nicht für. So, dann würde ich sagen, gucken wir mal gleich in die nächste. Und zwar Frankie. So, müsste er auch gleich von hier aus gut zu erreichbar sein. Schauen wir mal. Und hoffen mal, dass das dann auch von hier aus ganz gut klappt. So, dann schauen wir doch mal. Brauchst du was? Hast du dich verlaufen, Kindchen? Ich sehe mich nur. Dann beeil dich bitte. Ich will hier kein Rumgelungere. Als mein Mann und ich den Laden aufgemacht haben, war ich richtig optimistisch. Aber alle außer den Stammkunden bringen inzwischen nur Ärger. Ich werde hier keinen Ärger machen. Das werden wir noch sehen. Kevin Antas hat gemeint, dass hier ein Kerl namens Headlock herumhängt. Nie von ihm gehört. Willst du jetzt was kaufen oder mir bloß auf die Nerven gehen? Ich muss wirklich wissen, wo er steckt. Woher soll ich wissen, wo er steckt? Ja, oh, gleich wieder 2-mal. Egal, ich nehme den 100%iger, ist auch wurscht. Und wenn es sich für dich lohnen würde, ein paar Credits auf den richtigen Konten? Ich glaube, wir finden eine Lösung. Ach,
Du willst einfach nicht aufgeben, was? Ich kenne Hadlock, kann ihn nicht ausstehen. Und einigen bei Seoka soll es ähnlich gehen. Der Junge muss einfach immer für Ärger sorgen. Was hat er diesmal angestellt? Er theorisiert das Emporium. Naja, wenn das jemand verdient hat, dann ist es das Emporium. Wenn du ihn unbedingt finden willst, dann versuch es bei Lagerhaus 4. Da sollte er sich irgendwo mit seinen Freunden aufhalten. Darf ich fragen, was du mit ihm vorhast? Er muss für das zahlen, was er getan hat. Wie edel von dir. Ich würde mein Leben für Tevin ja nicht aufs Spiel setzen. Wie auch immer, ich habe hier zu tun. Willst du jetzt was kaufen oder nicht? Nee, danke. Bis demnächst. Gut, dann auf zu Lagerhaus 4. Ich glaube, mit ihm konnte man auch sprechen. Vielleicht mit einer gewissen Summe. Wir und wir kommen weiter in unsere Skillung. Ja, wie gesagt, schade, dass es mit der Polizei, also mit der Security nicht geschafft, nicht geklappt hat. Aber bis jetzt bin ich sehr guter Dinge, dass es hier in Neon schön vorangeht. So. Wer zur Hölle bist du? Wer bist du denn? Geht es ums Geschäft oder soll ich dir den Schädel zertrümmern? Du musst das Emporium in Ruhe lassen. Ach wirklich? Ich bin kein Straßenschläger mehr. Ich gehöre jetzt zu Seoka. Wer sich mit mir anlegt, kriegt es mit dem Syndikat zu tun. Das nimmt ein böses Ende. Das bereitet mir keine Kopfschmerzen. Sollte es aber. Auf mein Wort statten meine Seoka-Kumpels dir einen unliebsamen Besuch ab. Also, gib mir einen Grund, warum ich Tevin und seinen kleinen Scheißladen in Ruhe lassen soll. Das wäre weise. Nur zu, rede weiter, aber komm zum Punkt. Nichts. Dein Verhalten bringt dir rein gar nichts. Es macht dir nur das Leben schwer. Stimmt, ich könnte meine Zeit besser nutzen. Wenn du so weitermachst, wirst du die Sachen nicht überleben. In Neon muss man nun mal immer auf der Hut sein. Wenn du nachher alle Läden verwüstest, kannst du bald nirgendwo mehr einkaufen. So schlimm wäre es sicher nicht, aber ich verstehe, was du meinst. Habe ich das gerade wirklich gesagt? Ich gebe es nur ungern zu, aber ich verstehe dich. Also schön, wir lassen das Emporium ab jetzt in Frieden. Wir sind hier fertig. Ich gehe dann mal weiter. Nächstes Mal bin ich nicht mehr so nett. Ich auch nicht, Kollege. Ich auch nicht. Weil du hast mir nicht das gegeben, was ich eigentlich wollte. So. Dann können wir da Bescheid geben. Das heißt, ja, die Quest ist dann halt eher nichts. Aber okay, wie gesagt, sind wir noch am Austesten. Es sind schön viele Quests in Neon, die endlich mal Verhandlungsgeschick fordern. Wie gesagt, wenn man dann halt ständig überzeugen klickt und jedes Mal den Verhandlungsgeschick nicht drin hat, weil, naja, es eigentlich passen würde, aber es nicht passt. War das immer sehr ärgerlich. Aber ich sehe das jetzt langsam zuversichtlich. So. Aber wie gesagt, es läuft, es geht voran. So. Vic, wir führen nur allerbeste Waren für anspruchsvolle Kunden. Ich habe mich um Hadlock gekümmert. Er lässt dich jetzt in Ruhe. Ach, was für eine Erleichterung. Ich dachte, ich werde ihn nie mehr los. Ich will mit diesem Gesindel nichts zu tun haben. Darum bin ich froh, dass du aufgetaucht bist. Danke für die Hilfe. Okay, wunderbar. Komm bald wieder. Wer weiß, was wir... So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir haben noch so viele Quests dann übrig. Immobilienbüro, Auftragsbörse, May, Landmarke auf Londinion, Charybdis-System. War das nicht das mit den Kopfgeldjägern? Nee, Charybdis war das mit den Kupfer, ne? Paradios, begib dich nach Elos. Nee, Elios war das mit den Kopfgeldjägern, oder?
James New, genau, Newell. Ein Angebot haben. Newell. Oh, den habe ich ja ganz vergessen. Stimmt, der hatte ja auch Probleme mit Sieghard. Weil man die Questen schon mittlerweile fast auswendig kann. Mach mir bloß nicht das Leben schwer. Naja, wir sind ja auch schon Durchgang 7, 6. Ich weiß es nicht mehr genau. Falls du Zeit hast, grüß meine Frau Rosa von mir. Ich rede mal mit Sieghard. Vielleicht kann ich ihn zur Vernunft bringen. Oh, okay, ja. Das wäre extrem hilfreich. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Du musst überhaupt nichts sagen. Okay. Aber sei vorsichtig. Sieghard kann überraschend unvernünftig sein, wenn er in die Enge getrieben wird. Gut, denn? Empfiehl unseren Laden bitte weiter. Einmal mit der Frau noch reden? Ich meine, wir bitte konnten sie auch überreden. Bitte reg dich nicht auf, James. Aber während deiner Abwesenheit war Verwalter Bejo hier. Willkommen bei Newells. Sag Bescheid, wenn ich irgendwie helfen kann. Ich hoffe, es ist alles in Ordnung. Du klingst sehr müde. Wirklich? Das ist ja furchtbar. Ich sollte mich besser um meine Kunden kümmern. Entschuldige bitte. Bei dem ganzen Krawall, den mein Mann bei den Treffen der Händlerallianz macht, ist es schwierig, Ruhe zu finden. Der Ernst ist da in einen albernen Kreuzzug gegen Dietrich Sieghard hineingeraten, auf den er wütend ist, weil er Neon Security besticht. Du glaubst nicht, dass Sieghard etwas falsch macht? Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, mein Mann versteht Dietrich falsch. Er tut halt, was er tun muss, um zu überleben. Aber erzähl James bitte nichts davon. Er soll nicht denken, dass seine eigene Frau an ihm zweifelt. Ich habe James schon gesagt, dass ich der Sache auf den Grund gehen werde. Oh, danke. Ich weiß gar nicht, wann das letzte Mal jemand Fremdes in unserem Geschäft war und Hilfe angeboten hat. Es wäre so schön, wenn mein James wieder glücklich wäre. Früher hat er mich ständig angelächelt. Jetzt sehe ich nur noch Sorgen in seinem Gesicht. Wenn du möchtest, kannst du mit ihm darüber reden. Aber vielleicht möchtest du dir vorher noch unsere Waren ansehen. Nein, danke. Danke für deinen Besuch. So, dann wollen wir mal zu Sieghard. Jetzt habe ich die Quest nicht aktiviert, ne? Alle für einen. Das Optional hat jetzt gerade nicht gezählt. Egal. Gehen wir mal zu Sieghard. Wollen wir nach der Arbeit noch ins Euphorica? Falls du etwas nicht findest, sprich mich gerne an. Willkommen bei Sieghards Outfitters. Alles, um die besiedelten Systeme zu erkunden. Was ich nicht habe, brauchst du nicht. Die Idee klingt gar nicht mal so übel. Ich bring den Blend. Das ist eine kühne Behauptung. Ich schwöre dir, das ist keine Übertreibung, um Kunden zu gewinnen. Ich habe mein Geschäft über Jahre hinweg perfektioniert, indem ich Kunden befragt, Umsatzzahlen ausgewertet und mein Sortiment kuratiert habe. Lass dir Zeit, sieh dich um, stell mir Fragen. Du wirst nicht enttäuscht sein. Du verfolgst eine ziemlich aggressive Verkaufsstrategie. Ach ja? Entschuldige, ich vergesse oft, wie nervig ich sein kann. Ich habe sehr viel Geld in den Laden gesteckt und unter uns, ich stecke bis zum Hals in Schulden. Die Location ist toll, direkt neben dem Raumhafen, aber die Gebühren und die Miete sind astronomisch. Tja, gute Geschäftsstandorte kosten. Natürlich, und ich wusste auch, dass es teuer wird. Aber ich will dich nicht den ganzen Tag mit meinen Sorgen langweilen. Du bist ja zum Einkaufen hier. Also greif doch einem armen Geschäftsmann wie mir unter die Arme und kauf was. James Newell will nicht, dass du Schutzgelder an Neon Security zahlst. Mir sind James Einwände bewusst. Auch darum gehe ich nicht zu den Treffen. Aber wenn ich Dexler nicht bezahle, war es das für mich. Dann muss ich der Allianz nicht mehr beitreten. Mir bleibt also kaum eine Wahl. Sollen die sich mit der Neon Security anlegen? Ich muss meinen Lebensunterhalt beschützen.
Newell meint, dass eine vereinte Allianz Neon Security die Stirn bieten könnte. Klar sagt er das. Er hat ja auch keine Schulden. Wenn ich Dexler nicht bezahle, verliere ich meine Waren. Und dann verliere ich mein Geschäft. Ich denke, du solltest die Zahlung einstellen. Und warum? Nice. Wie wäre es mit ein paar Credits? Würde das was ändern? Ich glaube, wir finden eine Lösung. Okay, ich bin überzeugt. Ich werde Dexlers Sicherheitsgebühr nicht mehr zahlen. Und sag Newell, dass ich zum nächsten Treffen komme. Vielleicht bringe ich sogar was zu knabbern mit. Mit leerem Magen kann man so schlecht standhalten. Okidoki. Es fehlt nur noch eins. Es fehlt nur noch eins. Eieiei. Das sind so schön kurze Questen. Wie gesagt, mit Freestar habe ich ja jetzt kein Problem. Die Quest ist auch cool. Sie gibt genug Epi und so, aber ja, sie dauert halt. Willkommen bei. Unser Lager ist voll. Was möchtest du? Dietrich wird die Zahlung einstellen. Na sowas. Und dafür musstest du nur mit ihm reden? Manchmal reicht das eben. Und ich habe alles mit meiner verdammten Sturheit nur noch schlimmer gemacht. Da du dank der Fische in reinem Gesicht fast erblindet wärst, würde ich das auch so sehen. Und ohne dich würde ich immer noch hilflos in diesem Fass stecken. Danke für deine Hilfe. Endlich ist die Händlerallianz vereint. Ob wir in dieser Stadt je eine faire Chance bekommen, aber es ist ein Anfang. Gut, wunderbar. Und sogar wieder ein bisschen Kleingeld recycelt. Wir brauchen nur noch einen einzigen Punkt. Einen einzigen Punkt. Oh, ist das schön. Und ich habe noch 3 Skillpunkte übrig. Das heißt, wir könnten den auch instant reinsetzen. Dann wäre das fertig, weil die 4. Stufe kann man ja so freikaufen. Dafür braucht man ja nur den Skillpunkt. Oh, ist das... Oh, das ist schön. Es ist, es erleichtert mich gerade so ein bisschen. So, jetzt mit dem Okadibo. Genau, Saburo Okadibo. Das wäre mein nächstes Ziel. Das ist ja der Miner, der so ein bisschen Schulden hat. Und da gibt es auch noch viel mit Überreden. Nee, Quatsch, da war es eigentlich nur mit Zetteln, ne? Da gab es nichts mit Überreden. Doch eins. Dann müssen wir mal gucken. Nicht vergessen, wir verkaufen auch Rohmaterialien. Kann ich irgendwas tun, um dir zu helfen, dein Geschäft zu retten? Das würdest du für einen wildfremden Menschen tun? Danke. Vielen Dank. Ich habe eine Idee, die hoffentlich viel Interesse an meiner Firma generieren kann. Und du warst das letzte noch fehlende Puzzleteil. Wenn du diese Flyer zu anderen Händlern in Neon bringst, verstehen sie besser, wie wir alle von der Gruppe profitieren können. Das klingt recht simpel. Wunderbar. Einfach wunderbar. Du hast ja keine Ahnung, was mir für ein Stein vom Herzen fällt. Ich danke dir für deine Hilfe. Falls ich noch etwas für dich tun kann, sag bitte Bescheid. Gut, denn... Ich wünsche dir einen ganz fantastischen Tag. Das war aber nicht die Quest, die ich meinte. Ich habe die falsche Quest ausgewählt. Es geht ja nachher um die Schulden von ihm, weil er ja so ein bisschen Schulden hat. Die kriege ich ja woanders. So, gehen wir erstmal die Händler jetzt einmal durch. Das heißt, Hast du denn nichts Besseres zu tun? Eugens Apartment. Gehen wir erstmal zum Yannick. Ich glaube, Yannick hat einen genommen oder nicht genommen. Ich weiß es nicht mehr. Hallo. Schon den mit dem weißen Kind und dem Schnabeltier gehört? Aber wer zum braucht Schießen? Den nicht? Ach, Saburo Okadibo hat ein Angebot für dich, das euer Unternehmen stärken könnte. Lies mal den Flyer. Dann gib schon her. Ich seh's mir an, wenn ich Zeit hab. So, Nummer 1. Willst du vielleicht noch etwas Blend für unterwegs? Nein, danke, bin versorgt. So, dann gehen wir zu Newell. Der Name, glaube ich, auch ein Flyer. Ich wollte mich noch einmal für deine Hilfe bedanken, Dietrich von diesen Zahlungen abzubringen. Ich habe einen Flyer von Saburo Okadibo, den du dir vielleicht ansehen möchtest. Dann zeig mal her. Keine schlechte Idee. Es könnte funktionieren.
Danke fürs Überbringen. Gut. Danke für deinen Besuch. Handelsaufsicht hatte keine Lust. Mining. Wir bringen es trotzdem zur Handelsaufsicht. Komm. Ist top. Ja? Was? Saburo Okadibo hat ein Cross-Promotion-Angebot für dich. Solltest du daran interessiert sein? Ich will da nicht reingezogen werden. Okay. Bist du fertig? Er wollte nicht. Wie gesagt, Handelsaufsicht halt. Was guckst du so? So, Medicals. Sickard. Sickard war, glaube ich, noch einer. Emporium war noch einer. Ich habe. James und ich haben ein paar Ideen, wie man die Allianz stärken könnte. Ich habe einen Flyer von Saburo Okadibo für dich, falls du Interesse an einer Crush-Promotion hast. Nach oben gibt es keine Grenzen. Lass sehen. So, komm bald zwei wieder. Noch. Wir haben jede Menge Ware da. Wer war denn das noch? Ich glaube, der Waffenhändler mit Styx war es, glaube ich, nicht, ne? Oder? Crowd war es nicht. Hotel war es auch nicht. Hä? Enhance, nee. Emporium. Ich bin jetzt schon wieder am Emporium vorbeigelaufen. Man lässt sich von den Lichtern so ein bisschen ablenken. Was gibt's? Ja, kann ich helfen? Ich habe einen Flyer für dich. Ein Cross-Promotion-Angebot von Saburo Okadibo. Oh, vielleicht denke ich drüber nach. Vielleicht. Gut. Komm vorbei, falls du auf der Suche nach Luft. Hey, Mann. Ja, jetzt müssen wir nur noch den letzten finden. Wer war denn der letzte? Das war Styx. Ich meine, das war der Waffenhändler Styx. Bin mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher. Willst du mal einen? Saburo Okadibo hat eine Cross-Promotion-Angebot für dich. Solltest du daran interessiert sein? Bin ich nicht. Geh damit woanders hin. Okay, er war es nicht. Wir haben das, der Letzte. Restar, Newell. Tja, wüsstest du wohl gern was? Legrand. Also komm zu Legrands und finde es raus. Stimmt, war es nicht der Doktor? War es nicht der Doktor? Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine, das war der Doktor. Abby und du siehst heute gut aus. Hier ist ein Flyer von Saburo Okadibo. In ihm steht, wie ihr euch eure Geschäfte stärken lassen. Solange die Vorräte es zulassen, habe ich nichts gegen zusätzlichen Handel. Credits kann man nie genug haben. Stimmt, und ich brauche Hilfe, Doc. Lass mich mal sehen. Zum Glück weiß ich, was ich tue. Bei dir ist nämlich einiges zu tun. Denn? Das wirst du spüren. Versuch bitte trotzdem still zu sitzen. So gut wie neu. Mehr oder weniger. Gut, danke schön, Doc. Halt dich von Aurora fern. Ja, machen wir. Jetzt muss ich nochmal gucken. Hier sind wir auch schon bei 10. Oh, das geht voran. Süchtig. Es geht alles voran. Davor kam ich mir immer so vor, als wenn wir so auf der Stelle getreten sind. Mein Geduldsfaden ist dünn. So, jetzt einmal wieder zurück zu Okadibo. So, schön, dass du vorbeischaust. Ich habe alle Flyer verteilt. Ah, vielen herzlichen Dank. Das sollte meinem Geschäft einen ordentlichen Schub verpassen. Danke, dass du dir dafür die Zeit genommen hast. Nicht jeder in Neon ist so freundlich. Gut. Hoffentlich bis bald. Ich freue mich immer, dich zu sehen. So, jetzt müssten wir Richtung Astral Launch gehen. Wir haben da ja noch eine Quest. Das müsste da hinten sein, Astral Launch. Genau, Traitor. Quatsch mich nicht an, kein Interesse. Ah, ich quatsch hier keinen an. Mit mir willst du dich nicht anlegen. Mit mir willst du dich auch nicht anlegen. So, jetzt müsste ich... K-Corp, da ist es. Willkommen bei K-Corp. Schon wieder?
Hey, sag Mr. Okadibo, dass ich tue, was ich kann. Wo nix ist, kann man auch nix holen. Sorry, ist einfach so. Das ist nicht die Begrüßung, die ich erwartet hatte. Ach, herrje. Du bist gar nicht wegen Mr. Okadibos Schulden bei Keldkop hier? Oh, ist das peinlich. Ich fange nochmal an. Ich heiße Clover McKenna, aber nenn mich Chloe. Entschuldige den Ausbruch. Du musst dich nicht entschuldigen. Sehr nett von dir. Diese Sache mit Okadibo bei der Neon Mining League macht mich echt noch wahnsinnig. Das muss ein ziemliches Lamassel sein, wenn er dich so aufbringt. Wenn du wüsstest, Mr. Okadibo hat hohe Schulden bei Keldkorp. Ich habe ihm schon mehr als genug Zeit gegeben, das Geld aufzutreiben, aber meinem Vater geht die Geduld aus. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch bremsen kann. Vielleicht könnte ich dabei helfen, Mr. Okadibos Schulden zu begleichen. Du willst ihm helfen? Das ist sehr, sehr nett von dir. Es ist sehr nett von dir, dich für ihn einzusetzen. Dass ich für eine Megacorp arbeite, heißt ja nicht, dass ich kein Herz habe. Saburo, ich meine, Mr. Okadibo ist einer der nettesten Menschen, die es gibt, vor allem in dieser Stadt. Er braucht dringend Hilfe, aber er ist zu stolz, um Geld von mir anzunehmen. Vielleicht hört er ja auf dich? Ich werde mit ihm reden. Ach, das wäre toll, einfach großartig. Wenn du mein Gewissen von seinen Schulden befreist, wäre das toll. Mich beschäftigt das so sehr, ich führe sogar Tagebuch. Und mach dir wegen der Bezahlung keine Gedanken. Du wirst nicht enttäuscht, versprochen. McKennas halten ihr Wort. Okay, gut. Schönen dann Tag noch. Sollten wir erstmal das Tagebuch holen? Sollte vielleicht auch erstmal die Quest auswählen. So. Nee, wo war denn das Tagebuch nochmal? Das war doch hier bei Das war doch bei Keldkorp. Das war ja hier hinten. Was willst du nachher in der Pause machen? Keine Ahnung, aber ich muss hier raus. Seit heute Morgen gibt es ständig Unterbrechungen. So. Und ich will nicht in meiner Pause am Schreibtisch sitzen, wenn Cody mit offenem Mund ist. Dann wollen wir mal ab zur Lobby. Und dann hoffen wir mal, dass Okadibo ein paar Credits gebrauchen kann. Verzieh dich. Er ist verschuldet. Mit meinem Verhandlungsgeschick kann ich doch bestimmt punkten. Ich sag das nicht zweimal. So, dann wollen wir nochmal zurück hier. Ich bin schon gespannt, wie das Geschäft anzieht, wo die Flyer jetzt verteilt sind. Clover McKenna hat angeboten, deine Schulden bei Keldkorp zu bezahlen. Oh, wirklich? Wie gütig von ihr. Aber das kann ich nicht annehmen. Den Kredit zu begleichen ist meine Aufgabe. Wenn das nicht geht, ist es nun mal so. Gut, ich versuche es trotzdem einmal mit, du solltest Geld annehmen. Tut mir leid, aber das kann ich nicht tun. An Verträge muss ich mich halten. Die Bedingungen sind zweitrangig. Und manipulieren? Meine Bitte ist vollkommen angemessen. Das klingt gar nicht so unvernünftig. Die Bank hat mehr als genug Geld. Es schadet niemanden, wenn du das Angebot annimmst. Das stimmt. Keldkorp hat von allem mehr als genug. Vielleicht war ich zu hochmütig. Ich habe immer daran geglaubt, dass sich mit aufrechter Anstrengung jedes Ziel erreichen lässt. Doch in Wirklichkeit braucht man immer Hilfe. Darum bin ich dir und McKenna überaus dankbar. Sag ihr, dass ich ihr großzügiges Angebot annehme und es irgendwie begleichen werde. Okay. War schön, dass du vorbeigekommen bist. Gut, denn hat nicht den gewünschten Effekt gehabt, aber egal, wir geben die Quest jetzt trotzdem ab. Wir kriegen ja Minigeld hier. Das heißt, sie sind ja jetzt schon relativ weit gekommen. Das freut mich. Das freut mich. Du gefällst mir auch nicht, Kollege, also.
Ha? Ich leg nur meine Begleiter alle flach, aber dich doch nicht. Schlimm, ich habe auch Ansprüche. Clover McKenna, stets zu Diensten. Ja, bitte nicht mehr rumzappeln. Komm. Wunderbar. Es tut mir leid, aber wir verkaufen nur direkt an Einzelhändler. Saburo meint, du dürftest seine Schulden bezahlen. Fantastisch! Ich hatte schon Angst, er würde das falsch verstehen. Gut, dass du ihn überzeugt hast. Ich werde die Zahlung an Saburo unverzüglich in die Wege leiten. Hoffentlich verzeiht Vater die Verspätung. Und wenn nicht, kann ich ihn entschädigen, sobald er in Rente geht. Vielen Dank jedenfalls. Hier, für deine Mühen. Gut. Haben wir das auch fertig. So, jetzt gehen wir aber langsam in Nähe und wirklich die Quests dann so ein bisschen aus. Mit Trevor, das war ein Dings. Eine weitere Schicht. Der Barkeeperin. Komm, ich will's mal ausprobieren. Der Barkeeperin in Viewpoint, also sprich in Neon. In Neon, sag ich schon, in New Atlantis. Die hat ja auch so ein zwielichtiges Ding. Da können wir ja auch jemanden überzeugen, wegzuschauen, damit sie ihre Ware kriegt. Jetzt bin ich mal gespannt. An und für sich dürfte das jetzt eigentlich wieder mit Verhandlungsgeschick nicht auftauchen. Aber schauen wir mal. Das würde mich jetzt mal interessieren. Ansonsten hätten wir sogar noch Yumi. Der hat 2 Questen insgesamt. Also für uns. Den wir dann auch nochmal fragen können. Das mit dem Baum glaube ich nicht, dass uns das helfen wird. Ja? Aber schauen wir mal. Schön, dich wiederzusehen. Kann ich dir was bringen? Hey, neue Leute sieht man immer gern. Zum ersten Mal in New Atlantis? Nee, ich bin ständig hier. Ha, tut mir leid. Mich legst du nicht rein. Ich kann mir Gesichter merken. Und deins kenne ich nicht. Nur zu, mach's dir gerne gemütlich. Neuer. Sag Bescheid, wenn du noch irgendwas möchtest. Das Geschäft scheint ja gut zu laufen. Ja, der Raumhafen hält mich ziemlich auf Trab. Aber nur mal so unter uns. Ich hab was in Arbeit, das alles ändern wird. Einen neuen Drink, der mich in der ganzen Galaxie berühmt macht. Den sollte ich mal ausprobieren. Du würdest ihn lieben. Garantiert. Nur kann ich gerade keinen machen. Mir fehlen die Zutaten. Ich hatte einen Deal mit einem Spediteur, mir Proben einer Zutat zu bringen, die das A und O sein dürften. Aber er ist nie aufgetaucht. Der Typ wurde offenbar noch von anderen angeheuert. Von der Art von Leuten, die nicht ganz legale Fracht versenden. Die Security hat Wind davon bekommen und die Fracht vollständig beschlagnahmt. Jetzt lassen sie sich richtig Zeit wie immer. Das macht mich fertig. Was es auch ist, wir finden garantiert einen guten Ersatz. Nettes Angebot, aber ich würde das gerne vertraulich behandeln. Oder sogar geheim. Nichts für ungut. Und ich bin mir nicht mal sicher, dass ich das wirklich für das Rezept brauche. Ich vermute es nur. Ich muss die Fracht in die Hände kriegen. Klingt so, als bräuchtest du Hilfe. Ja, wenn ich es nicht versuche, kann ich nicht ruhig schlafen. Bevor wir weiterreden, ich bitte dich keinesfalls darum, irgendetwas zu tun, das gegen die vielen hier in New Atlantis und in Colonies geltenden Gesetze verstößt. Wir unterhalten uns nur unter Freunden. Und Freunde fragen einander, ob es vielleicht eine Möglichkeit gibt, diese wichtige Fracht aus der Beschlagnahmung zu holen. Und falls das, rein hypothetisch, auf nicht ganz legale Art und Weise geschehen würde, tja, dann wäre es nicht unbedingt ein Weltuntergang. Und, bist du dabei? Ich bin für dich da. Ich werde tun, was ich kann. Du glaubst gar nicht, wie erleichtert ich bin. Ich erwarte nicht, dass du oder irgendjemand ballernd da reingehst und Geiseln nimmst oder so. Aber es muss einen Weg geben, das zu kriegen, was ich brauche. Keine Angst, mir fällt schon was ein. Ich bin genervt, nicht besorgt. Moment, heißt das etwa, dass ich besorgt sein sollte? Nein, natürlich nicht. Alles wird gut. Ich vertraue dir. Gut. Bis bald mal. Ja, bis bald mal. Verzeihung. Dann gehen wir einmal kurz zum Lager durch. Tag.
Einmal schnell über den Raumhafen drüber. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Ist er hinter unserem Schiff? Dumm, 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 dumm. Kollege? Hey, hier sollten sich Zivilisten eigentlich nicht aufhalten. Kann ich dir irgendwie behilflich sein? Ich hab, ihr habt beschlagnahmte Fracht, die ich brauche. Ich kann dich da nicht einfach reinlassen. Jawohl, hier gibt's das. Oh. Nun gut, wie viel wird das wohl kosten? Ich glaube, wir finden eine Lösung. Sag niemandem, dass ich das für dich getan habe. Das könnte mich den Job kosten. Falls jemand fragt, man muss nur die richtigen Questen finden und dann läuft das wie am Schnürchen. Ah, gleich den nächsten Rang. Und wir brauchen es jetzt noch 10 Mal. Aber egal, wir haben jetzt hier schon 7 Mal geschafft. Nee, 8 Mal geschafft. Die letzten 10 Mal werden wir auch noch hinkriegen. Und dann ist das Ding fertig. Der letzte ist, wie gesagt, ich werde es an und für sich nicht wirklich benutzen. Ne? Gelegentlich kostet es kein Geld, um jemanden zu bestechen. Dafür sind es zu kleine Questen, wo man das halt ansetzen kann. Ne? Also, könnte vielleicht in der Main Story, könnte das vielleicht noch ganz cool gewesen sein. Aber, ja, die habe ich jetzt hier in diesem Run nicht zur Verfügung. Dementsprechend, ja, wir sind schon relativ weit gekommen. Das freut mich mega. Das freut mich einfach mega. So, das heißt, wir haben jetzt nur noch das Zielen, schwere Waffen und Nachladen. Das heißt, wir müssten da nochmal auf Quest gehen. Und natürlich noch Roboter hätten wir auch noch ein paar. Nichts damit zu tun, verstanden? Aber machen wir jetzt diese Quest erstmal fertig. Na gut, mach bitte schnell, ja? So, dann wollen wir mal Paket, Credits. Haben wir alles. Jetzt bringen wir das Paket noch ab. Und dann hoffe ich mal, dass wir bei Ryujin auch nochmal was kriegen. Aber ich würde sagen, wir machen gleich nochmal ein paar, wenn wir jetzt sowieso die ganze Zeit so kleine Pupsaufträge machen. Gehen wir jetzt gleich nochmal ein bisschen los und schießen nochmal ein bisschen im Weltall rum. Ich werde die Crimson Fleet mir jetzt mal zum Feind machen. Pfeife aufs Kopfgeld und so. Mir fehlt halt die große Raumschiffschlacht. Dafür war das jetzt eigentlich ausgelegt. Das klappt ja jetzt noch nicht. Wie gesagt, Vigilance ist weg. Hallo Neue. Hoffentlich geht es dir gut. Sag Bescheid, wenn ich dir was bringen kann. Ich habe ein Geschenk für dich. Jetzt ehrlich? Du hast sie? Ich will gar nicht wissen, wie du die bekommen hast. Okay, ich will es schon. Aber wahrscheinlich wäre besser nicht, richtig? Keine Sorge, niemand musste dafür sterben. Hoffentlich. Für mich ist das eine große Sache, aber garantiert nicht wert, dass jemand zum Mörder wird. Ich kann dir versichern, dass es das alles wert war. Du wirst sogar die erste Person sein, die den Cocktail probieren darf. Außerdem kriegst du Freigetränke. Also, nicht unbegrenzt. Aber wenn du ab und zu mal einen Muntermacher brauchst, bin ich deine Frau. Das wird jetzt ein bisschen dauern, aber das hier war der schwierige Teil, denke ich. Vielen, vielen Dank nochmal. Okay. Du bist jederzeit Supernova hinzugefügt. Okay. Hallo. So, jetzt machen wir wie folgt. Jetzt gehen wir einmal kurz Kopfgeldmission in der Auftragsbörse. Das muss ich ja in Cydonia erledigen. Habe ich ja noch nicht gemacht. Dann holen wir uns jetzt nochmal ein Kopfgeld. Wie gesagt, das mit der Vigilance ist halt doof gelaufen. Naja. Wisst ja, er spielt immer irgendjemand an meinem Waffensystem rum. Ich habe einen Waffentest gemacht mit verbotenen Waffen. Statt 1% war 100% auf einmal drauf. Ist nicht ganz gut ausgegangen für die Vigilance. Ist noch nicht mal Staub übrig geblieben. Die Waffe ist aber gut. Ich glaube, ein paar Planeten fehlen jetzt hier auch noch im Sternsystem. Aber das fällt nicht auf. Es ist Starfield. Es ist groß genug. So. Auftragsbörse. Ich weiß ja noch nicht mal was hier. Transportiere Miner. Transportiere, töte Piraten. Töte Varun auf dem Planeten. Okay, wir haben gar keine Raumschiffmission.
Ja gut, dann machen wir einmal, damit das dann halt schon mal fertig ist. Dann zählt das hoffentlich auch als Kopfgeld. So, einmal verlassene Mineralien. Jetzt zwar lieber ein anderes Kopfgeld gehabt, Raumschiff, weil wir müssen da noch die Waffen so ein bisschen verbessern. Aber naja, gut. Oh. Start-Eglon-Schiffe sind gut, aber nun? Ach so. Wir haben irrsinnige Mengen an Credits reingesteckt. Ja, Start-Eglon versus Run Hope. Mit Hope-Tag. Wobei Dimas immer noch dicker ist. Bereit zur Landung. Na denn, einmal landen. Oh, das sieht gut aus. Wir landen direkt drauf. Wir müssen da nicht erst hinrennen. Das ist immer schön. So, einmal aussteigen. So, wir haben einen Planeten mit extremer Kälte und Strahlung. Nicht das Problem. Hallo, Herr Varunmeister hier. So. Alles ja nicht das Problem. Mir ist der nächste umgefallen. Die haben schon keinen Bock. Die wehren sich noch nicht mal mehr. Naja. Nicht mein Problem. So, dann gehen wir hier mal rein. Storage ist zu. Genau, was war das? Ihr habt auf mich geschossen. Was soll das? Nimm ich dir ab. War ein bisschen zu weit nach oben. So, jetzt darf ich auch wieder zielen. Aber gut, muss man mit der Minigun eigentlich so oder so nicht. So. Lade nach. Okay, dann lad mal nach. Nehme neue Position ein. Wir verfüttern deine Leiche an die große Schlange. Ach, da unten bist du. Das Gute ist, wenn die auf mich schießen. Oh, Platzwunden. Dankeschön. Habe ich zwar ein paar Schmerzen, aber das halte ich aus. Das ist nicht das Problem. So. Klopf, klopf, ein Turtle hier. Da haben die mir aber irgendwas reingedrückt. Wäre Teilchen, ja. Und ein Disruptor. Macht Sinn. Oh, nur Level 20. Der hat auch schon irgendwie, glaube ich, mit seinem Leben abgeschlossen, so wie es aussieht. Achso, ist die Leiter. Ich wollte gerade sagen, was fliegt mir jetzt hier entgegen? So. Dann war es das. Damit. War nicht hier oben irgendwo der Terminal? Hier. Tür öffnen. Ah, jetzt habe ich auch noch Atemprobleme, bin überladen. Naja, nicht so wild. Problem ist, ich sehe halt gerade nur nicht so richtig. Ach, da ist es. So, nehmen wir hier nochmal Dichtungsmittel und Co. mit. Und das nehmen wir auch nochmal mit. Knopf können wir nicht drücken, weil ich keine Batterie habe. Bin ich sogar hier hinten irgendwo? Ne, hier hinten könnten wir ja wieder raus. Na gut. Was
haben wir denn jetzt eigentlich alles? Ein bisschen viel. Aber nicht das Richtige. Ich habe eine Gehirnerschütterung. Ui. Haben sie mir gegen den Kopf geschossen? Naja. Nicht so wild. Wollen wir jetzt irgendwie hier nochmal ein bisschen einen kurzen Moment verweilen, wa? Oder? Warte mal, machen wir nochmal anders. Hier ist so ein schöner Giftgas-Schlot. Nochmal ein bisschen was mitnehmen. Geht ein bisschen schneller. Gut. Jetzt müssen wir nur noch wieder ins Schiffchen. Aber leider habe ich nichts gekriegt, was ich haben wollte. So, einmal einsteigen. Passt. So. Anzugsregeneration kommt wieder von selbst. Jetzt haben wir das auch schon mal fertig. Da fehlen jetzt noch ein paar Gegner. Ist eigentlich auch schon Rang 3, ne? Auch schon Wahnsinn. Genauso wie hier. Naja gut. Wir müssen bald wieder neue Skills machen. Aber jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich mich hier einmal kurz... Ja? Stimmt, ich habe Sam eigentlich die ganze Zeit nicht mehr bei, ne? Ich muss immer grinsen, wenn ich in deiner Nähe bin. Können wir aufbrechen? Endlich. Ich kann Gesellschaft brauchen. Ja, das ist doch gut. Ich sollte sowieso noch mal kurz mir ein bisschen was zu trinken und zu essen machen. Gucken wir mal kurz. Wir könnten... nein. Boba Xenotee. Nein. Softdrinks. Genau, da haben wir ihn doch. Nachladetempo, Bewegungstempo, Sauerstoff und Co. Machen wir uns mal 15 Mal. Jetzt brauche ich mal EPSen. Das dürften wir eigentlich auch wieder machen können. Mit Ramen. Mit Nudeln. Ich brauche mal ein bisschen destilliertes Wasser zuerst. Wo ist denn mein destilliertes Wasser? Destilliertes Wasser. Machen wir gleich mal 10 Stück. So, und dann gucken wir mal. Sandwich. Nee, jetzt bin ich schon wieder zu weit unten. Das war Xenotee. Bolognese, Nudeln, rohes Fleisch, Käse. Stimmt, da war Käse zu wenig. Ich hätte Käse kaufen müssen noch. Aber hier, der geht auch 45 Minuten. Das sollte kein Problem sein. Können wir 8 Mal herstellen. Und dann kann ich mir das auch soweit schon mal alles ansetzen hier. Denn einmal kurz Hilfe. Wir haben jetzt hier einmal wieder was zu trinken mehr. Na gut, die Crispy Nuggets, die kann ich eigentlich mal wegessen. Das ist nicht so das Ding. Frostwolf, was haben wir hier sonst noch? Da haben wir das andere Essen. So. Gut, den Xenotee, die Xenowürstchen. Gut, fressen wir auch mal mit weg. Bin jetzt satt, mehr als satt. Das passt. So, dann einmal hier hoch. Einmal kurz. Während ich Gesundheitsschaden... Was habe ich denn für Gesundheitsschaden? Wer macht das? Verwirrung, Atemprobleme, Schock? Der Schock macht es, die Unterkühlung schwer. Okay. Habe ich noch ein Notfallding hier? Allheilmittel? Ja, habe ich immer eins bei. Somit ist das dann schon mal verbessert. Dann geht das auch von alleine so ein bisschen schneller weg. Wir haben ja die Skills schon angefangen auszubauen. So, dann einmal jetzt das Inventar leeren. Die können weg. Das kann weg. Das kann weg. Die Disruptor Pacifier. Hier haben wir noch den Shiftbreaker. Den brauchen wir noch. Sweet Sweeper. Ja, ist halt schade, dass der noch nicht mal anständige Werte kriegt. Nach meinem Level.
Das würde ich mir manchmal so bei ein, zwei Name-It-Waffen wirklich mehr wünschen. Bis Nachladen sollte ich mir mal eine schnellere Waffe nehmen als die Shotgun. Wäre vielleicht gar nicht mal so abwegig. Mal gucken, was wir da noch haben. Können wir vielleicht nochmal was zusammenbasteln? Können wir auch bestimmt was hin. So, ja, die Fähnrich kriege ich leider nicht weg, solange wir die Quest nicht abgeben. Elva brauchen wir jetzt nicht. Die brauchen wir jetzt auch nicht. Das brauchen wir auch nicht. Das auch nicht. Das auch nicht. Das auch nicht. Die Hüllenlos, ja, und die MI haben wir jetzt noch. So, unter Hilfe, wir können das Wasser weglegen. Das können wir weglegen. Squall brauchen wir auch nicht. Supernova, ja, ist halt ein alkoholisches Getränk, ist okay. Aber brauchen wir nicht. Ressourcen weglegen. Und das Sonstiges, wir haben sogar, keine Ahnung woher, aber zwei Astra. Ab und zu kriegen wir einfach mal so ein Astra. Hier sind jetzt noch Beweise, die ich nicht abgeben kann. Schade. Shisha, schade. Aber gut, jetzt gucken wir mal. Mir schwebt da irgendwie eine Pistole wieder vor. Eine, die man halt schnell nachladen kann. Nicht zu viel Magazin hat, aber schon ein bisschen Bums macht. Drumbeat Equinox. Also desto kleiner das Magazin und desto schneller ich das raushole, kann, wäre es wohl am besten, ne? Ich gehe mal davon aus, der Kielhauer, wenn ich ihn jetzt hier irgendwo sehe. Hätten wir auch noch eine moderne Kogma, aber hat Berserker drauf. Ne? Und der Kielhauer ist, müsste doch oben sein. Den hier nicht reingeschmissen? Habe ich den... Ach, hier oben ist er, ganz oben. So, erschütternd, Berserker, Raserei. Naja gut, Berserker wird mir nichts bringen, aber das Ding macht eigentlich gut Schaden, hat ein 6er Magazin und an und für sich auch eine gute Feuerrate. Dementsprechend brauchen wir Kaliber 43 MI. Gucken, ob wir da gleich nochmal ein bisschen was rausmachen können. 43 MI. Da haben wir sie, 800 Schuss. Ja, das sollte eigentlich schnell gehen. So, dann werden wir die auch mal kurz nochmal ansetzen hier. Zack. Weil die schießt ja eigentlich relativ flink ihre Schüsse raus. Kann man schneller als Lichtgeschwindigkeit fliegen, aber ohne Grabgeschummel? So, dann wollen wir mal gucken, was wir da noch draus machen können. Ist ja eigentlich auch eine anständige Waffe. Magnetschienen hätten wir hier drauf. Ja, die lassen wir drauf. Aufklärung ist auch schon drauf. Wir könnten die Mündungsbremse noch reinnehmen. Weil der Kondensator macht eigentlich nichts. Oder die Schockline durchlaufende Geschosse auflädt und damit Stromstöße verursachen. Wir nehmen den hier. Seine Hauptwaffe ein wenig zu verbessern. Taktisches Magazin. Guck mal, wir kriegen noch Panzerbrechende oder aus angereicherten Uran. Uran finde ich natürlich mega. Stechabzug. Hochgeschwindigkeit. Nee, komm, wir lassen uns auf Stechabzug. Vollautomatisch. Lass ich es vollautomatisch oder gucke ich auf halb? Nee, komm, wir gucken auf halb. 6 Schuss ist sowieso schon relativ schnell. Halbautomatisch geht. Skin können wir nicht wechseln. Heißt, die Waffe passt und bringt gut was ein. Ist eigentlich auch ein schöner Revolver, ne? So. Ich finde es schade, dass man die Skins von diesen Waffen halt nicht, denn wenn man sie einmal in der Finger hatte, auf andere Waffen übertragen kann. Also einige sind davon relativ hübsch. So, jetzt bin ich am Überlegen. Ja, ich glaube, ich werde jetzt offscreen einmal kurz zum Doc gehen, mir kurz die Krankheit wegmachen. Dann können wir auch im nächsten Mal richtig weitermachen. Das heißt, ich mache mich auf zum Doc, mache mir die Krankheiten weg und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis dann.